dass man mit dem Gesamtgefühl der Situation in Kontakt ist und merkt, das stimmt nicht und etwas tut, um das anzusprechen und zu verändern, anstatt in sich das zu unterdrücken, das Unstimmigkeitsgefühl, und sich zu kastrieren. Das ist der Beginn der Neurose, die wir gelernt haben und dauernd mit uns ausführen und dann nicht rauskommen. Als Kind war das ja nicht so. Als wir noch nicht konditioniert waren, hat ein Kind, weißt du, spürt entweder stimmt's oder nicht. Und wenn nicht, bockt es. Mach nicht weiter. Wird wütend. Schreit. Drückt diese archaische Kraft aus. Aber du kannst beim Kind bis zu einem gewissen Punkt das nicht übergehen, bevor du es gebrochen hast. Erst wenn du es gebrochen hast, dann ja, macht das das innerlich, was außen hätte passieren sollen. Ja, ist das verständlich? Du warst ja mal Kind, unschuldig und lebtest ganz im Körper und warst nicht abgespalten. Ganz früher war das so, bevor das Schlimme passiert ist. Bevor man dich erzogen hat. Und bevor Trauma geschehen ist. Das Trauma ist ja, dass du signalisiert bekommst, dass deine Energien und Gefühle nicht Gegenstand einer Erforschung und Begleitung sind, sondern weggemacht werden müssen und verändert werden müssen. Das ist der große Blödsinn des Jahrhunderts, dass man das, was da ist in dir, wegmachen kann und dass es in dir liegt, deine Gefühle zu kontrollieren und zu beherrschen und zu steuern. Dabei hast du sie ja. Und im Trauma ist es ja so, dass Gewalt auf dich einwirkt. Etwas Schlimmes passiert. Dass du nicht integrieren kannst und damit allein gelassen wirst. Du triffst auf eine Kraft, die gegen das Leben ist. Ja? Und das ist Unrecht. Und um nicht zu sterben, muss man die Gegenkraft, die in dir da ist, gegen dieses Unrecht, gegen diese Unstimmigkeit, internalisieren. Trauma ist die Erschütterung der Existenz und die Erfahrung, von Gott verlassen zu sein und alleine in diesem Universum. Niemand schert sich um dich und es ist ein ungeheures Unrecht, was geschieht. Und dieses Unrecht, um weiterzuleben und daran nicht zu kopieren, muss man die Gegenkraft, den Hass dagegen, in sich unterdrücken. So dass man einen Teil in sich hat, der eingesperrt wird. Also all diese Gefühle, von denen ich eben sprach, Hass, Schadenfreude, die gehen so in diese Tabuzone rein, die darf man nicht fühlen. Nehmen wir an, du hast einen Vater, der brutal zuschlägt. Ne? Der verkloppt dich bis zu jeden Tag. Da kannst du ja nicht den Hass ausdrücken, weil das zu gefährlich ist. Aber er bleibt in dir. Es gibt also einen Teil, der den Hass, der dich trifft, dass jemand auf dich einschlägt und verachtet und hasst, den internalisierst du. Du hast den auch. Du kannst, weil du der Kraft nicht gegenüber treten kannst, sondern dich zurückziehen musst, um dich zu krepieren. Und sperrst diesen Hassteil als das hässlichste, grausamste in dir weg. Der ist außerhalb deiner Wahrnehmung. Und was außerhalb deiner Wahrnehmung ist, wird böse. Oder ist böse und wird ein Monster. Und das kommt immer raus, nur verdeckt, wenn wir über Tiere sprechen, zum Beispiel. Die du verabscheust. Dann sprichst du automatisch
über diesen Teil. Über diesen oder aus diesem Teil? Über diesen Teil. Oder aus diesem Teil, ohne es mitzubekommen. Ne? Du weißt nicht, dass du sowas in dir hast. Du musst das projizieren und dann gibt es diese ungeheuren Abwertungen eigentlich. Wir haben das natürlich hier sehr sanft gemacht. Aber normalerweise ist es, kommt es immer raus, wenn du massivst an Ekel kommst und sowas, da, dass du nicht weißt, dass du ein monströses Monster in dir hast, das mit Recht böse geworden ist. Ne? Das ist aufgrund der Traumaerfahrung böse in dir. Du hast etwas Böses in dir. Und wenn man das unterdrückt, wie hier in Hamburg, das jetzt passiert ist, ne? Durch Sektiererei und vollkommene Unterdrückung des Teufels, ist der Teufel immer am Werke, er wird nicht gesehen, bis es so weit kommt, wenn die Repression zu ist, dann wirst du zum Amokläufer. Dann übernimmt dich dieser Teil und beherrscht dich völlig und dann tötest du. Du hast also etwas in dir durch Trauma bedingt, ein Killer. Etwas Mörderisches hast du in dir. Und da das aber tabuisiert ist, darf das nicht gefühlt werden und hat keinen Platz in dir und kann sich nicht verändern, aber beherrscht dich, während du lieben willst, wird die Liebe zum Beispiel ein Druck. Es muss sein oder es ist gar nicht echt. Wir wollen ein bisschen praktisch damit. Ja, klar. Ja, das ist so, ne? Also, sobald Intimität entsteht, kommt das hoch. So, dass es Leute gibt, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, das größte Geschenk, was man in einer Beziehung einander machen kann, ist die Aggression zu offenbaren. Ne? Dass man schon unheimlich viel unterdrückt hat, oder meistens ist es so, der eine kann Wut ausdrücken, der andere nicht. Und der wird latent aggressiv und dann gibt es die ganzen brutalen Sachen, wo man voll gegeneinander geht. Also meinst du, früher auszudrücken, wenn das da ist? Gleich, in Echtzeit, ja. Ein Unstimmigkeitsgefühl in Echtzeit. Irgendwas fühlt sich nicht gut an. Ja, dann geht es relativ zügig, ne? Irgendwas fühlt sich nicht gut an. Du hast so komisch geguckt, ich merke, das fühlt sich nicht gut an. Ja, das ist es schon. Aber wenn du das die ganze Zeit, ja, ich baue mir das hin, du, bis es auch raufkommt. Ja, dann hätte ich das Gefühl, ich müsste die ganze Zeit. Ja, so ist das ja auch. Und was machen wir dann noch so? Können wir dann noch irgendwas machen? Das macht Spaß. Das macht Spaß, wenn der andere das nicht blockt. Das ist ja echt miteinander sein. Sonst bist du ja in einer Beziehung allein. Und du hast ein Unstimmigkeitsgefühl. In diesem romantischen Beziehungsidealen ist das so, dass du dein Unstimmigkeitsgefühl wegdrückst. Deswegen sind diese Hollywood-Komödien so unerträglich. Die machen das sehr vor. Okay, ich glaube, es wird langsam gut, bei der ganzen Diskussion in die Praxis zu gehen, aber sag. Da kommt es. Herr Hofer. Also mit Borderline hast du ein Unstimmigkeitsgefühl, wenn du mit dir zusammen bist. Und wenn du das übergehst, durch Idealisierungsphasen, ne, dass die dich, wo alles gut ist, und dann kickt das um und dann merkt man im Körper, dass man abstürzt, total, dass die ganze Sache übel wird und man auf brüchigem Eis geht. Und wenn du das mit der Borderline kommunizierst, kriegst du eins auf die Fresse. Und was kannst du da machen? Nichts.
Ja, das ist eine toxische Beziehung. Und wenn du die Toxizität, was es mit dir macht, übergehst, kommst du in einen fürchterlichen Strudel, wo du selber zum Borderline wirst, weil du anders eine Borderlinerin gar nicht managen kannst, ertragen kannst. Ne, wer das erlebt hat, du hast ja auch eben so ein schönes Bild gezeigt, wo man manipuliert wird dauernd. Und Manipulation kannst du nur im Bauch spüren. Wenn du da inhaltlich drauf einstiegst, dann funktioniert das. Wenn du es im Bauch spürst, merkst du, das stimmt was nicht. Das stimmt doch irgendwas nicht. Ja? Ich sehe bei einigen, ist irgendwas in Bewegung gekommen. Und was wir ein bisschen machen wollen, ist jetzt uns mit dem zu befassen, was in dir im Exil ist. Das, was du am meisten ablehnst in dir, das wollen wir kontaktieren. Darum wollen wir uns heute drum kümmern, was am meisten außerhalb deiner Wahrnehmung ist, der am meisten in dir verbannte Teil. Jo, ist das gut? Ist das interessant? Oder macht das nur Angst und Schrecken? Nee, das ist. Ich habe eine Übung kreiert, indem du circa, wir machen eine kleine Pause, dann war ich mit der Trance in genau 27 Minuten siehst du den. Ich bin gespannt. Ja.